Bundeskongress ist das höchste Entscheidungsorgan, was wir an der JEF Deutschland haben. Und wir kommen hier alle an einem Wochenende zusammen aus den ganzen verschiedenen Landesverbänden mit dem Bundesvorstand und stimmen über Anträge ab, über Änderungen des politischen Programms. Das kommt aus Projektmitteln, die wir zusätzlich einwerben konnten. Das ist zum einen die Europawerkstatt, dahinter verbergen sich Mittel aus Jugend in Aktion, also Kommissionsmittel. Und für Europatermine. Hier in Münster organisiere ich den Bundeskongress, sorge dafür, dass die Abläufe im Hintergrund sind, dass die Delegierten alle ein Bett zum Übernachten haben, dass Stimmkarten da sind, dass das Tagungspräsidium mit Technik versorgt ist und berate ansonsten den Bundesvorstand bei der Durchführung des Kongresses. Also der Bundeskongress, der fing am Freitagabend an und dann haben wir den Abend genossen und dann den Samstag sind wir inhaltlich durchgestartet mit ein paar Sachen, die zur JEF gehören, die für die JEF wichtig sind am BOKO. Es fing an mit den Berichten vom Bundesverband und auch von den Landesverbänden, was so an Aktionen geschehen ist, was sie sich so erarbeitet haben, vorgestellt hatten im letzten Jahr, in ihrem Amtsjahr und was sie umgesetzt haben. Das war so ein bisschen der Einstieg ins Thema und dann kam die inhaltliche Arbeit mit den Anträgen. Das heißt, es werden zuerst, gab es ein paar Anträge zur Satzung, wie die Satzung geändert werden soll. Das ist ein bisschen technisch, aber da muss man eben durch. Also das ist auch super wichtig für eine Verbandsentwicklung, dass man solche Sachen mal geklärt hat. Wenn ich Grieche wäre, würde ich mich davon beleidigt fühlen, weil ich auch denke, dass niemand hingeht und sagt, okay, ich möchte ein System, in dem wir eine niedrigere Wirtschaftsleistung haben. Wir haben einen Geschäftsordnungsantrag vorliegen von Ilan. Schließung der Rednerliste für den Antrag. Ilan möchte die Schließung der Rednerliste für diesen Änderungsantrag. Konkret für diesen Änderungsantrag. Wer ist für die Schließung der Rednerliste für diesen Änderungsantrag? Wer ist dagegen? Das ist die Minderheit. Enthaltung. Bei wenigen Enthaltungen ist der Antrag angenommen. Damit ist die Schließung der Rednerliste für diesen Änderungsantrag beschlossen. Ich bin zur JEF 2008 gekommen, bei der Simulation Europäisches Parlament. Das ist eine Simulation, ein Planspiel für Schüler in Berlin. Und das wird veranstaltet vom Berliner Landesverband der Jungen Europäischen Bewegung. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dachte, okay, da will ich mitmachen. Und dann bin ich in den Landesvorstand gerutscht und ja, nun auf Bundesebene tätig. Dass wir, wenn wir einen gemeinsamen Arbeitsmarkt haben, aber total unterschiedliche Sozialsysteme, also unterschiedliche Arbeitsmöglichkeiten, unterschiedliche Ausbildungshilfen sozusagen, wie kann das irgendwie zusammenkommen? Wie viel wollen wir vergemeinschaften und wie viel wollen wir eigentlich? In meiner Gruppe zum Beispiel eine Fotoaktion. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, in Afrika, wenn die Menschen wählen gehen, kriegen sie einen Stempel auf den Finger. So. Und dann haben wir uns gedacht, wir machen einen Stern und fotografieren uns ab mit dem Finger und halten den in die Kamera, damit wir ein Zeichen setzen und publizieren das auf Facebook oder auf die Internetseite. Okay. Also wir haben kreative Ideen. So war es ja auch. Die Spender haben sich hier in Münster getroffen und die ganzen Evangelischen haben sich in Osnabrück getroffen. Und es war natürlich dann sehr, sehr schwierig, also Osnabrück ist ungefähr 50 Kilometer von hier. Um dann, nachdem man hier irgendwas beschlossen hatte, bei den Katholiken musste dann natürlich irgendjemand... Münster ist eine klassische Studentenstadt, von der man natürlich schon viel gehört hat. Ich war schon mal hier, das ist noch gar nicht so lange her, aber ich habe mich super gefreut, wieder da zu sein. Weil vor allem, wenn man auch einen Verband hat vor Ort mit ortskundigen Leuten, die sich eben hier besonders gut auskennen, die hier studieren teilweise oder so aus NRW kommen, von der JEF NRW, das bringt dir immer schon mehr einen anderen Einblick in die Stadt. Ich schlage vor, dass wir eine Liste in die Küche hängen und dann kann da jeder eintragen, was fehlt und wer wann einkauft. Moment mal, für Einkaufen brauchen wir aber Geld. Und woher kommt das? Ja, dann legen wir eine Haushaltskasse an. Mal sehen, ob wir mit 40 Euro wöchentlich auskommen. Pro Woche? Ja? Das sind ja 160 Euro im Monat. Ja. Wie soll ich das? Also, ich mache einen Vorschlag. Ne? Wir machen... Na, Quadratmeterzahl, wie bei Lebenkosten. Wieso? Essen Leute in kleineren Zimmern neuerdings weniger? Ich hätte auch Subventionen. Aber immer schön her mit deinen Billigflieger, damit wir ohne Passkontrolle übers Wochenende nach Rom, Paris oder Madrid checken können. Europa.
Du bist in voller Facette. Und zwar mehr als wir glauben. Ja? Ich habe die JEF während meiner Schulzeit am Rande mal durch mein Engagement kennengelernt und dann habe ich das ein bisschen aus dem Auge verloren, bin zur Bundeswehr gegangen und dann saß ich da auch und es ging um Außenpolitik, Sicherheitspolitik und auch europäische Institutionen und hatte mich vorher schon in einer anderen Organisation auch engagiert, war im europäischen Ausland unterwegs und dann so, ich brauchte nochmal in meiner Freizeit wieder ein bisschen Beschäftigung und dann, hey, da waren ja irgendwelche komischen Leute irgendwie mit Europa und dann war das total klasse, weil wir gerade über die Grundrechtecharta diskutiert haben in einer sehr kleinen Gruppe auf unglaublich tollem Niveau. Ich bin tatsächlich sehr klassisch von Europa überzeugt. Also die Kriegserfahrung, die unsere Generation, die Generation vorher nicht hat, mein Vater ist auf der Flucht geboren, ist eine, dass wir das nicht mehr haben, ist halt eine direkte Folge der europäischen Integration und für mich ist das tatsächlich ein großer Antrieb, dass wir diesen Frieden bewahren, auch wenn das heutzutage zwischen Bananenverordnung und europäischer Finanzstabilisierung ein bisschen aus dem Fokus geraten ist, ist das immer noch der Punkt, der Europa für mich ausmacht, nämlich die Friedenssicherung, dass man eben jetzt nicht nur einfach nach Frankreich fährt und keine Grenzkontrolle mehr hat und mit dem gleichen Geld bezahlt, sondern dass wir uns tatsächlich nicht in Schützengräben gegenüberstehen, sondern dass es ein völlig absurder Gedanke mittlerweile ist, dass Deutschland gegen Frankreich Krieg führen könnte.